Ja, hallo. Ich war bis vor kurzem Doktorandin im schönen Heidelberg. Ich habe mir gedacht, wenn ich bis 25 keinen Doktor habe, dann mache ich ihn halt selber. Ja. Das ist so ein Teebeutelwitz, der braucht 3 Minuten, bis er nach hinten durchgezogen ist. Ja, also, ich bin Physikerin und wenn man den Leuten erzählt, ich mache Physik, dann gucken die einen meistens so ein bisschen angeekelt an und meinen so, echt Physik? Oh, das habe ich damals abgewählt. Ja, und so als Physikerin, da hat man tatsächlich auch mal ab und zu mit so ein paar Klischees zu kämpfen, ja. So bei Physikerinnen, da denken die Leute zum Beispiel an irgendwie sowas, ja. Also das ist Dr. Christmas Jones aus James Bond, die Welt ist nicht genug, ja. Atomphysikerin. Ist klar, ne? Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich die Frau angucke. Das Zweite, was den Leuten dann einfällt, ist das da. Ja. Gut. Jetzt muss man wissen, es gibt auch unter den Physikern noch so verschiedene Spezies, ja? Da gibt's so die echten Physiker, ja? Das ist so diese Kategorie. Das sind so meistens ziemlich blasse Jungs, die in irgendwelchen dunklen Kellern an riesigen Maschinen rumspielen, ja? Und wenn ich mich mit denen unterhalte und ich sage, hey, ich mache Umweltphysik, ja? Dann gucken die mich an und sagen, Umweltphysik ist ja süß, ja? Was macht denn ihr da so den ganzen Tag? Oder sie kommen mit sowas. Kann man sich auch fragen, was Schmeinkraft da ist? Naja, ich persönlich, ich mache jetzt Glaziologie. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Nein, nein. Also, gut. Es geht nicht um Opas Glatze, ja, in meiner Forschung, sondern Glaziologie ist Gletscherkunde. Es geht um Gletscher, es geht um Eis. Und in meinem speziellen Fall geht es jetzt um Gletscher in den Alpen, also sowas da. Das hier ist mein persönlicher Haus- und Forschungsgletscher, sozusagen mein Wohnzimmer. Das ist im Monte-Rosa-Massiv in der Schweiz, das kann man vielleicht so kennen, ja. Und warum beschäftigen sich jetzt Leute mit Gletschern und kriegen da Geld für, außer zum Skifahren so, ne? Wir wissen, das Klima auf der Welt, das ändert sich gerade, ja? Und wenn wir jetzt verstehen wollen, wie das in Zukunft vielleicht sein könnte, dann kann man sich solche Gletscher angucken, weil die so ähnlich wie die Bäume in ihren Schichten das Klima der Vergangenheit speichern. So, und wenn ich mir jetzt diesen Gletscher angucke, dann kann ich irgendwie rausfinden, ob es jetzt in der Vergangenheit kalt oder warm war oder ob es feucht oder trocken war und darüber was lernen über das Klima. Okay, so, wie geht das jetzt? Also, als Erstes muss man sich einen Heli mieten. Das ist der eigentliche Grund, warum ich diesen Job mache. Man mietet sich einen Heli und fliegt drauf auf diesen Berg, auf diesen Gletscher. Und dann bohrt man dort einen Eiskern. Was ist ein Eiskern? Das heißt, man pult einmal von ganz oben bis nach ganz unten aus diesem Gletscher ein kleines Stückchen raus. Das sind dann in dem Fall so 70 Meter. Und mit dem darf man dann spielen. So, und an diesem tollen Kern kann ich jetzt all diese Klimaparameter messen. Ja, da kann ich jetzt irgendwie messen, eben ob es kalt oder warm war und so weiter und so fort. Ich habe nur ein Problem. Wenn ich nicht weiß, wie alt dieses Ding in welcher Tiefe ist, dann habe ich verloren. Weil wenn ich nicht weiß, ob jetzt auf diesen 70 Metern irgendwie 500 Jahre stecken oder 5000 Jahre, na, dann kann ich es auch lassen. So, und rauszukriegen, wie alt dieses Ding ist, das habe ich in meiner Doktorarbeit gemacht. Und das werde ich euch jetzt erzählen. Das ist jetzt nicht so ganz einfach. Deshalb dachte ich, ich fange mal mit einem kleinen Beispiel an. Also, wenn wir in die Antarktis gehen, ja? Die Antarktis, die ist irgendwie groß und flach, ja? Oben ist ein bisschen Neuschnee drauf und ein Felsbett. Dazwischen, der Sommerschnee ist dunkel, der Winterschnee ist hell. Wir zählen schnell ab. Sommer, Winter, Sommer, Winter, Sommer, Winter. Alles klar, die Antarktis ist 3 Jahre alt. Jo. Bei meinem Alpengletscher sieht das unter Umständen auch mal so aus. Das heißt, das mit dem Schichtenzählen, das klappt da nicht so richtig gut. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, was erzählt ihr also uns da? Ja? Das da ist Kuchen. Naja, stimmt. Ich habe auch noch ein Beispiel mit Eis. So, Dankeschön.
Kühlfach, ja, kennt man von zu Hause, hat auch so eine gewisse Schichtung. Wenn ich jetzt hier einen Eiskern bohren würde, ja, dann hätte ich da auch eine Abfolge. Oben ist meistens flach die Pizza drin, dann kommt irgendwie Gemüse, Fleisch, unten ist immer so ein Bodensatz aus irgendwas Undefinierbarem, was man gar nicht wissen will, ja. Aber das mit dem Schichtenzählen, das klappt hier auch nicht so richtig gut. Das heißt, ich brauche jetzt eine Methode, die nicht auf Schichtenzählen basiert und wo ich trotzdem rauskriege, wie alt der Gletscher ist. Und das erzähle ich euch gleich, aber jetzt wird es mir doch ein bisschen warm. So, Sex Cells, Kampf dem Klischee. Gut, also, wir haben vorhin gelernt, Physiker spielen in großen dunklen Kellern an irgendwelchen Maschinen. Das hier ist meine. Das ist ein Beschleuniger-Massenspektrometer und die Methode dazu heißt Mikroradiokarbondatierung mittels Beschleuniger-Massenspektrometrie. Dafür habe ich lange geübt. So, was man davon schon mal gehört haben könnte, ist Radiokarbondatierung, ja? Ja? Oh ja, ich sehe Nicken, gebildetes Publikum, sehr gut. Also, so, wie funktioniert das jetzt, diese Methode? Also Carbon, das ist Kohlenstoff, ja? Und Kohlenstoff, das ist irgendwie in organischem Material drin, in so biologischem Zeugs. So, wie geht das jetzt? Also, erstmal muss man wissen, es gibt verschiedene Arten von Kohlenstoff auf dieser Welt, ja? Es gibt die C12er. Das sind so die Normalos unter den Kohlenstoffen. Davon gibt es unglaublich viele. So, und dann gibt es das C14. Und das C14 ist schwer. So, und davon gibt es auch nicht so viele. Und dieses C14, das hat jetzt eine schicke Eigenschaft. Das ist nämlich radioaktiv. Radioaktiv finden Physiker immer geil. Ja? So, und was heißt das jetzt? Das heißt, wenn ich am Anfang 4 von denen habe, ja, und ich warte 5730 Jahre, dann sind 2 davon zerfallen. So, jetzt kommt der Knackpunkt. Das Ganze geht nämlich auch umgekehrt, ja? Wenn ich jetzt weiß, wie viel ich am Anfang hatte, und das weiß ich, das müsst ihr mir glauben, und ich messe, wie viel heute davon noch da sind, dann kann ich ausrechnen, wie alt das Ding ist. Okay, gut. Ja, was hat jetzt dieses komische C14-Gedöns mit dem Gletscher zu tun? Hä? Das ist ja jetzt was vollkommen anderes. Naja, also, das C14, das fliegt nicht einfach so durch die Gegend, sondern das ist Teil des CO2s, was in der Atmosphäre unterwegs ist. So, und jetzt steht irgendwo auf der Wiese ein kleines Gänseblümchen und das Gänseblümchen, das sagt, oh, nom 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 nom, CO2, ja? Und es isst dieses CO2 auf und baut es in seine Biomasse ein. So, und Biomasse von Gänseblümchen sind zum Beispiel Pollen. Für die Biologen, ich weiß, dass das kein Gänseblümchen ist, aber ich habe kein anderes Bild. So, und diese Pollen... Diese Pollen von dem Gänseblümchen, die fliegen jetzt los und vermischen sich mit allem anderen möglichen Staubgedöns, irgendwie so Bodenstaub, alles Mögliche. Und damit zusammen fliegen sie auf den Gletscher. Ha! Da ist er wieder, der Gletscher. So, und wenn ich jetzt den Eiskern bohre und darin Staub finde und darin die Pollen von dem Gänseblümchen, was das CO2 gegessen hat, wo das C14 drin war, dann kann ich rauskriegen, wie alt der Gletscher ist. Klar soweit? Seid ihr noch dabei? Sehr gut. So, ja, sehr gut. Dann machen wir das doch einfach. Ja, und damit habe ich die letzten 3 plus x Jahre verbracht. Es gibt da nämlich ein kleines Problemchen. Ja, ja. Es ist nämlich von diesen Pollen da einfach scheiß wenig drin. Also wenn man das umrechnet, diese eine Polle in diesem Kilo Eis, dann ist das so, wie wenn man eine 1-Cent-Münze in 50 Meter Schwimmbad schmeißt. Und das ist nicht viel. So, und diese Münze, die muss ich jetzt wiederfinden. Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte? Wasser ablassen. Ja, so ähnlich, so ähnlich. Also was ich mache, ist, ich nehme einen Kaffeefilter und gieße das Schwimmbecken durch den Kaffeefilter und am Ende muss die Münze da drin sein, ja? Ganz einfach, ja, ganz einfach, genau. Es geht erstmal los mit sehr viel Kühlraumarbeit. Ja. Der Glaziologe in seinem natürlichen Habitat, ja. Also das Eis wird zuerst gesägt, dann wird es abgewaschen, abgeschabt, oh mein Gott. Dann wird es abgewaschen, dann schmilzt es, das da ist der Kaffeefilter und glaubt mir, Eis schmilzt unglaublich langsam, ja.
Danach wird es eingeschmolzen in eine kleine Glasampulle, wandert über Nacht in den Ofen. Am nächsten Tag packt man es auf und guckt, wie viel es denn eigentlich war. Dabei darf man mit flüssigem Stickstoff spielen, das ist das einzig Coole dabei. Dann wird es nochmal eingeschmolzen in eine kleine Glasampulle und nach 2 Tagen Arbeit hat man das da. Ein kleines Röhrchen mit nichts drin. Ja. Yeah. Yeah. Naja. Okay. Dankeschön. Ich bin auch gleich fertig. So, also da ist natürlich schon was drin, ja? Weil da ist jetzt die verbrannte Polle drin von dem Gänseblümchen, was das CO2 gegessen hat, wo das C14 drin war. So, und jetzt kommen wir zurück zu der großen Maschine im dunklen Keller. Die kann jetzt nämlich zählen. Die kann zählen, wie viele von den C14s in diesem kleinen Röhrchen rumfliegen. Und damit kann ich das Alter berechnen. So, jetzt bin ich aber am Ziel. Jetzt kann ich Doktor werden. Juhu. Und jetzt ist die große Frage, wie alt ist der Gletscher denn nun? Naja, er ist älter als 3000 Jahre, ja. Das weiß ich, das ist schon mal ziemlich gut. Aber dieser Gletscher, der benimmt sich echt komisch. Der wird zuerst wird er älter, dann wird er wieder jünger und unten wird er dann ganz alt. Und da bin ich immer noch dabei, das zu verstehen. Ist aber tierisch spannend und es wäre irgendwie cool, wenn wir die letzte Eiszeit sehen würden. Aber da muss ich noch ein bisschen weiter forschen. Und es wäre echt geil, wenn wir mal was Makroskopisches, irgendwie was Größeres da drin finden würden. Jetzt kann man natürlich sagen, 3000 Jahre, 10.000 Jahre letzte Eiszeit, ist doch wurscht, ist irgendwie sau alt. Naja, es ist eben nicht wurscht, ja? Weil wenn wir wissen, wie lange der Gletscher schon da ist, dann wissen wir auch, was er schon alles so erlebt hat in der Klimageschichte. Und dann können wir daraus vielleicht was lernen für die Zukunft. Und das ist unter anderem für die Eisbären nicht so ganz unwichtig. Das ist meine Forschung und damit bin ich fertig. Dankeschön. Applaus